Chloe, are you okay? Sorry, I just keep thinking about shooting Frank in the leg. Please don't. You saved us. Frank is lucky. We have to keep moving forward. I better focus on this board and start tying these clues together. Zurück in Chloes Zimmer. Was machen wir wie immer? Wir gucken uns um. Aber oh. Did our plan have to include shooting Frank in the leg? Nicht unbedingt, aber es war Notwehr. Man kann es mit Notwehr irgendwie. Kann man sich aus der Situation rausreden, auch wenn ich es ungern gemacht habe. Musik an. Bright Eyes, Sparkle Horse, Amanda Palmer. Wir nehmen Bright Eyes. Was Ruhiges, das ist okay. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Ja, gleich. Erstmal reden wir mit Chloe. We've printed everything we need. Now it's time to focus. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. All these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Als ob wir was übersehen könnten. Hallo, wir sind Meisterdetektive. So, wir haben Davids Hinweise, wir haben Nathans Hinweise und wir haben die Hinweise von unserem guten Freund gerade, von Frank. Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle wichtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte Anzahl an Hinweisen. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Ach du Schande. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt gerade bin. Ansehen? So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Or protect her. So. Wir wählen das jetzt. Wir sollen das auswählen? Ich kann nicht woanders hin. Deshalb. Nein! Nein! Aufhören! Aufhören! Hallo! Er spult von alleine zurück. Ich wollte gerade nicht zurückspulen. Nochmal angucken. Also, wir wählen jetzt das da unten aus. Und gesamte Auswahl aufheben. Ich kann nirgendwo anders hin, deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Nathans Hinweise? Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Ich kann. Vielleicht hört ihr das? Das war der Stick von meinem Controller? Ah, mit dem rechten Stick. Ich muss mich richtig umgucken. Ach du Schande. Okay, okay, jetzt macht alles einen Sinn. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Okay, was haben wir hier? Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. Dann haben wir noch das Kochbuch. Frank's account book. Kontobuch. But the client names are encrypted. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Madsen und Nathan Preston sind beide in einem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mrs. Madsens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachels sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige, und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Okay, also ich würde das auf jeden Fall mal auswählen. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. There's no doubt she loved him in some way. Und das würde ich auch auswählen. Die beiden Sachen. Clues are not related. Ach so, die sollen sich verbinden, ich verstehe.
Auswahl aufheben. Verbindungen, Sachen, die sich verbinden. Auswahl aufheben. Gesamte Auswahl aufheben. Dankeschön. Wir können ja mal das auswählen, das war die Drogenliste und das. I bet I could suss out some major clues in Frank's account book. If I could decipher the damn code names. Ich das aufhebe und dann das da entnehme? Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Nicht jetzt, wir sammeln erstmal die nächsten Hinweise. Koordination Bilder von Nummernschildern. I hope in this case that David has good tracking skills. Okay, das sind die Tracking Skills. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Das ist die Karte, das ist ein Bild von Nathan. At least David was finally going after the right suspect. Oh, das ist alles. You need to get rid of these damn cameras, David. Sehr, sehr viele Informationen. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Dann ein Bild von uns. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Wenn ich jetzt einfach die Fotos miteinander verbinde, sollen drei Sachen auswählen. Looks like this is not relevant at all. Okay, wenn ich dann Rachel das und das. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Das ist nicht so einfach. Das, das und das. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Sie spricht mit mir. Yay. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Okay, gut. Das hat auch gepasst. Und dann haben wir da unten noch. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Seine Schülerakte. Dann dieses. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Party. Did he do the same thing to Rachel at another party? Was haben wir da? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Ich hoffe doch, dass sie nützlich sind, dass sie uns irgendwie weiterhelfen. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Noch so ein gestörtes If Bild. There is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Ja, das hilft uns jetzt wirklich weiter. Eine SIM-Karte. Couldn't hurt to give this PIN code a whack. SIM-PIN 1111X. Ernsthaft? Das ist sein SIM-Code. Oh Gott. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Vier Sachen. Also ich nehme das, dann eine durch den PIN-Code. Das da und das gestörte Bild. This is like goddamn math. I suck. Better look for any clues or numbers that could be his PIN code. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Okay, wir haben jetzt alle Hinweise zusammengetragen. Und eine Nachricht von Nathan. Mal schlappen. Können nicht kämpfen. Du Schlampe hast meine Tür ruiniert. Dein Stipendium ist Geschichte. Ach lala, haben wir nicht gehört. Lalala. Okay. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Viele Papiere. Wir gucken mal. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Ach du Schande. Nein. Gucken. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Wir müssen jetzt
Deals finden. I wonder what dog name Frank would have given me. I'm getting a contact high just reading this. Ich hab mir die Liste merken. Ach so, das ist die Liste rechts. Links. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. So, das ist die Liste. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Wie heißt denn Nathan? Das ist die Frage. Rod. Moment, und wen haben wir noch? Wir haben Nathan und Katie, Nacho, Joseph, Mick, Stella, Simon, Logan, Steve, Nathan, Stifler, Justin, Chloe, Bruce, Johnny, Nicholas, Glenn und Tonk. Wir brauchen Rod. Wo ist Rod? Boyer, Beagle, Rod. Wir haben hier einmal Rod. Da ist Rod. Hier haben wir auch Rod. Und na, wo haben wir den guten Rod nochmal? Der gute Rodweiler hier. Dürfte dann eigentlich so zusammenpassen, oder? Da muss es der sein. Oh yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Du bist ein richtiger Sherlock. Du kriegst das hier alles super zusammen, Max. Muss man sagen. Nicht schlecht für diese Detektivarbeit. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Ach du Schande. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Nein, sowas macht man nicht. Hm. Who does this car belong to? SXFTNDR. Wow, sir. This looks like an expensive machine. TPFTHLK. Interesting. Is this Nathan's car? TWLGHTZN? Ist ein anderer, ne? Ja, es ist ein anderer. That's definitely Chloe's car. Das ist Chloe's, ja. Und das ist das Auto von Mark Jefferson. Also schwanken wir zwischen den beiden. Hm. Who else was David tracking here? TPFTHLK. Yep, another car David was tracking. TWNPKS. Why the hell are you following these people? And to where? Das ist eine gute Frage. SXFTNDR. Das müsste Chloe. Nee, TWNRKS. Das ist Chloe's. TWLGHTZN. War das der? Nee, das ist SX. Ah. TWLGHTZN. Was war das? Gott. ZN am Ende. Also das ist der. Und dann dazu. Ah, nein. Haha. Wir müssen den nochmal wegnehmen. Den auch. PKS. PKS. Und das ist auch PKS. Okay, this is just sad, Max. Was ist doch PKS? Oh, NDR. Was? Achso, ich kann da den drin lassen? Come on. Ja, ja. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the Looks like this is not relevant at all. Was? Ist das nicht NDR? Das ist nicht NDR. Dann ist das da der NDR. Danke. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay. Jetzt haben wir nur noch das da unten vor uns. Können uns das hier mal auf dem Laptop anschauen?
wenn wir das dürfen. We've printed everything we need. Now it's time to focus. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ich wollte nur gucken, ob sie vielleicht noch irgendwas Neues für uns hat. Okay, dann jetzt zum Schluss. Let's start hacking. Nathan. Wir gucken mal. Der PIN wäre zu einfach. Ja, 9535 9 5 3 5. Oops, bad code. Ich probier's mal mit 1111, aber das wird sehr wahrscheinlich nicht der richtige Code sein. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Okay. Um, 4436 vielleicht? 4 4 3 und 6. You locked it, dumbass. Was haben wir denn hier für Zahlen? Phone number 7069, home phone, cell phone, work phone, phone 7063. Oh, den Puck, verdammt. 8789708 8789708. 8 7 8, verdammt. 8 7 8 9 7 8 0 8. Ach komm, ich schreibe mir die jetzt auf. Blöder Puck. Also 8 7 8 9 7 8 0 8. Ich hoffe, das ist ein Puck. Sonst haben wir ein Problem. Also 8 7 8 9 7 8 0 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Hauptsache drinne. Das ist wichtig. Okay, wir lesen mal. 30.09.21.46 hat die Konversation hier angefangen. Was geht? Braucht G. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhig dich, bring's mir. Auf dem Weg. Bleib weg. Bullen am Strand. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht. Zu Hause. Unterwegs? Stopf die Pfeife. Okay. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst dringend. Ich mache keine Hausbesuche. Du hast ein Auto. Keine Zeit. Ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien. Adresse? Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Halt das Geld bereit. Und ich kann dir mit dem Touchpad von meinem PlayStation-Controller kann ich hier die Maus bewegen. Das ist ganz lustig. Hui. Hui. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain. Skido es sieht. Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry. Wegen vorhin. Brauchst mehr? Bist du da? Ja, komm. Komm nicht. Und fick dich. God, Nathan. You're out of control. Jo, brauch Gras. Etc. Sofort. Beruhig dich. Flippst du aus? Bald. Sei cool, bitte. Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Das ist schon krass. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Oh, der ist so ekelhaft, der Typ. Is this from Nathan's father? That's brutal.
Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle? Beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich zu sein zu können. Arbeite dran. Okay, Informationen gesammelt. Hoffentlich helfen sie uns. Das große Ganze untersuchen. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ach du Schande. Okay, es ist sehr viel Detektivarbeit in dieser Episode. Das ist interessant. Wir haben hier diesen Chatverlauf von gerade. Könnte es zum Strand gewesen sein? Bist du da fett? Fehlt heute Nacht zu Hause. Hat der andere geschrieben und dann unterwegs. Stopf die Pfeife. Arschloch, ist total durchgedreht und wieder der Strand. Das ist so ein zentraler Punkt anscheinend. So, this infamous party was the fourth. Am 4. Wann war denn diese Unterhaltung? Am 30.09. 30.09. Aber die Party war am 4. 7. 4. Fette fehlt heute Nacht. Stopf die Pfeife. Okay. Das ist auch vom 10. Brauchst dringend. Ich mache keine Hausbesuche. Du hast ein Auto. Keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien. Adresse. Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg, halt das Geld bereit. Ich sag jetzt mal das hier. Dann habe ich hier noch mehr Papiere. Oi, 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 oi. Das sind so viele Sachen. 10.04. Oder 4.10. Rod Blackwell. Firebutt. 5 Gramm Speed und Kokain. Wenn ich jetzt das hier nehme. Achso, das ist nur zum gucken, wann denn die Party war. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Das ist am 3.10. oder 10.03. That beach is like Frank's main office. Da hält er sich immer auf. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Das hat aber alles nicht mit unseren Somebody Daten. Somebody is stocking up on gas. Why? No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Wir gucken noch mal weiter. Not much out there. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. 10.04. ist damit bei. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Ich nehme jetzt mal das hier. This makes no sense, Max. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Ja, ja, die exakte Location. Das ist echt schwer. 10.07. Das muss ja was mit dem 4. zu tun haben. Wenn ich jetzt das sage und dann meinetwegen das. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Nein? Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations and transactions in the evening. In the evening? Das war doch irgendwas. War das hier oben? 10.24 Uhr. Gut, 17.20 Uhr ist ein bisschen früh, ne? Ist tatsächlich ein bisschen früh. Könnte das tatsächlich schon eher passen. Und es war am 10.04. So, this infamous party was 10.04. 4.10. Naja, so rum. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das zusammenhaue. 10.07. 10.04. 11 Uhr. Abends natürlich. Uiuiui, Detektivarbeit.
Wir sind Detektiv Conan. Okay, das ist zu früh. Also muss es ja fast das sein. No. This is not working. Dann bleibt dann nur noch das hier. Looks like this isn't the right combination. Aber warum? Wir haben ja sonst nirgendwo den 4.10. noch. Und der 4.10. ist das Datum der Party. Oder 5.10. Der 5.10. müsste ja dann auch relativ früh sein, theoretisch. Wir haben hier noch den 4.10. Max, just match the right text message with the right account book entry. Ja, ja. Then you'll finally discover where Nathan took Kate. Das ist viel zu früh von den Uhrzeiten her. Das ist viel zu früh. Also das kann es auf jeden Fall nicht sein. 3.10., 4.10. Yes. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Wir sind also Chloe, wir sind Rachel, ganz dicht auf den Fersen. Frage ist, wer ist dieser Prescott? Ist das sein Vater oder wer ist das? Ich bin echt gespannt, ob wir sie da finden. Es sieht aktuell sehr, sehr gut aus. Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Wir könnten sie einfach wieder aufsprengen, wie beim letzten Mal. Das wäre doch recht erfolgreich. Oder was sagst du, Chloe? Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Das kommt von der Liebe zu ihrer guten Freundin Rachel. Wir haben eine E-Mail, sei schon eine Nachricht. Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hatte Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon noch wer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme, wo ich gerade dabei bin. Ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid, versprochen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen und danke für die Nachricht an der Tür. Die werde ich nie wegwischen. Wag es ja nicht, das ist für die Ewigkeit. Die beiden mögen sich. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Aber warum sollte Nathan hier gewesen sein? Was soll er theoretisch hier suchen? Und wir müssen dran denken, hier gibt es auch wieder Fotos für uns von der Windmühle. Gibt's hier irgendwo eine Windmühle? Hallo, Windmühle. Da ist ein Sicherungskasten, um den kümmere ich mich gleich. Ich will mich erstmal nochmal weiter umgucken. Hier haben wir ein Auto. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Unwahrscheinlich. Ich glaube, das Ding fährt nicht mehr.
Auch wenn es eigentlich ganz schick aussieht. Da drüben haben wir noch ein altes verlassenes Haus. So viel scheint hier gar nicht zu sein. Oh, ein Eichhörnchen. Haben wir ein Blech. Aha. Das können wir bewegen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Kommen wir da rein? Es sieht danach aus. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. Prescott's bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Ich hätte mich lieber draußen gerne noch weiter umgeguckt, weil der noch die... Yes, old Prescott clippings. ...der Stromkasten war. But that can't be the only thing here. Chloe would make a great detective too. Und eine hübsche Detektivin. Ich will mich nochmal draußen umgucken. Wir verlassen das Ganze nochmal. Ich möchte mir gerne den Stromkasten nochmal angucken. Vielleicht... Was quietscht denn hier so? Ah, du quietscht hier so, mein Freund. Aber ich krieg dich nicht gefasst. Nein. Ich krieg dich nicht in den Fokus. Warum nicht? Huh. Komm schon. Lass mich dich fotografieren, mein Freund. Ach, schade. Aktuell nicht. Da kommen wir nicht rein und hier haben wir den Sicherungskasten. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Ich wollte es wenigstens haben. Was wir haben, haben wir. So, gut. Dann fotografieren wir jetzt die Windmühle. Wenn sie denn möchte, aber sie möchte nicht. Gut, dann wieder rein. Wir müssen... hier Hinweise sammeln. Es wirkt verdächtig. Fotos. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Ein sehr gut gekleideter Mann, möchte man sagen. Aber gut, das sind die Prescotts alle. Die haben Geld wie sonst was. Ein Traktor. This tractor has paid its dues. Der ist antik, der ist cool. So geschmacklos. Hier können wir was suchen. I guess the Prescotts were just born bastards. 22. Juli 1903. Martin Lewis Prescott. Prescott Ranch, Arcadia Bay, Oregon. Sehr geehrter Mr. Linden. Ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre aussehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir wissen Ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Eintreibung Ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Freundliches Grüße, MLP, Martin Lewis Prescott. Die sind wirklich alle Arschlöcher. Und das schon von Anfang an. Wer hätte das gedacht? Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Ja, was muss hier sein? Fotos. Wow, Sir. Talk about home on the range. Es wirkt wirklich alles sehr mysteriös und gruselig. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Aber wo ist der entscheidende Hinweis? Heugabel. Was soll ich damit? If a zombie shows up, I have my weapon. So kannst du es natürlich auch sehen, Max. Wir stehen ja auf irgendwas. Da suchen wir gleich mal. Haken. Huh. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie.
Eine Kiste? Ah, the good old days. Pollards Markt, Acadia Bay. Eier, 14 Cent. Speck, 70 Cent. Zucker, 50 Cent. Kaffee, 1 Dollar. Kokain, 2 Dollar. Tabak, 75 Cent. Und Milch, 60 Cent. Ach ja, als Kokain noch günstig war. Das war noch Zeiten. So many haystacks, so few needles. So many haystacks, so few needles. Schönes Sprichwort, hat sie gut umgesetzt. Okay, wir haben jetzt hier verschiedene Heuhaufen. Irgendwo muss was drunter sein. Irgendwo? Aha. Da nicht. Just rotting wood. Da auch nicht. Vielleicht hier? Irgendwo muss was sein. Irgendwo. Nothing here. Oh, komm schon. Irgendwo. Da können wir noch was suchen. Irgendwo muss was Geheimes sein, was total Geheimes. Was uns weiterhilft. Ah. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Was sagst du, Max? Wow. What is this? It's totally brand new. Why? Wir haben hier ein Vorhängeschloss. Kriegen wir das auf? Irgendwie? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Okay, wir müssen wieder kombinieren. Haken. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Wir versuchen es erstmal alleine. Die Heugabel können wir aktuell nicht verwenden, wie es aussieht. Wo hängt das Seil dann überhaupt dran? Da oben. Also müssen wir irgendwie nach oben, wie es aussieht. Plattform. Ich möchte da gerne rum. Dankeschön. Plattform. Kommst du da hoch, Mad Max? The rope leads up to that platform. Must climb. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Okay, wir sind schon mal eins höher. Dann halt da drauf. Können wir was ziehen? Komm schon, C-Max! Oh, vorsichtig. Hauptsache du kommst hoch. That looks sturdy enough to stand on. Okay, und weiter hoch. Do not fall. Ach Quatsch. Max ist vorsichtig. Kann ich von hier aus die. Nein, kann ich nicht. Schade. Ich will immer noch ein Foto haben von der Windmühle. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber anscheinend geht das von hier nicht. Was? Das ist unser Seil, an dem wir ziehen können. Komme ich da irgendwie ohne Eule? Good evening, Dr. Who. Sorry. Dr. Who. Schönes Wortspiel. Aber immerhin ein neues Bild für unsere Sammlung. Eulen sind schöne Tiere, das muss man sagen. Das nächste Bild in unserer Sammlung, das nächste wäre dann die Windmühle. Komme ich da hoch? Nein. Schade. Gut, dadurch, dass ich die hier auch nicht sehe, würde ich sagen... Here's the other end of the rope. Wir ziehen einfach mal. Okay, vorsichtig, aber gekonnt. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Aber woran? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, da hoch, aber... Max, use your rewind and get that motor back up there. Ah, natürlich. Vergesst das immer wieder vergesse ich's. So. Das ist unsere Fahrkarte. Um das Ding hochzuziehen. Talk about heavy metal. I could use that to open the hatch. Gut, dann einmal richtig hinrücken und das Seil anbringen.
Whoa, dead lag. So that didn't work at all. Du solltest eigentlich auch das Seil befestigen. Ich dachte, das macht sie so. Und nicht so rudimentär. Ach, Mad Max. Komm schon. So, das Ding steht wieder oben. Anhängen. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. So, jetzt klappt's aber. Jetzt kann das nur positiv werden. So. Wieder ziehen. In Position bringen. Und los geht's. MacGyver strikes again. Geht doch. Das war doch erfolgversprechend. Ich bin trotzdem noch da hoch. Do not fall. Ja, ja. Ganz ruhig. Einmal darunter. Und dann noch eins. So. Da sind wir wieder. Da hängt unser Vorhängeschloss. I wish Warren could have seen that physics trick. Jetzt bin ich gespannt, was sich da drunter befindet. Damn, this is heavy. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course.